Hallo und moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Lass mal kurz schnacken. Und das ist jetzt eine Sendung für die Kieler Woche, die wir jeden Tag morgens um 9 senden. Und heute habe ich mir einen Herrn eingeladen, der etwas erzählen wird über eine heutige Veranstaltung. Und er wird auch erzählen, für wen er da steht. Und das ist Johann Schwarz. Ich begrüße ihn ganz herzlich, Johann. Moin, moin. Moin, moin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Erzählst du mal bitte, was ihr heute macht? Ja, genau. Also ich bin Johann Schwarz. Ich vertrete heute das Vorderkant Festival an der Kiellinie. Und da machen wir 10 Tage lang, oder haben wir jetzt schon 10 Tage lang, viele Veranstaltungen durchgeführt und unter anderem werden wir heute ja über das Sappen auf der Kieler Förde sprechen, was heute von 11 bis 19 Uhr stattfinden wird. Aha, das wollte ich Sie gerade fragen. Also von 11 bis 19 Uhr durchgängig. Korrekt, richtig. Jetzt erzähl mir mal, wo das stattfindet. Also direkt auf dem Rudersteg der Rudergesellschaft Germania. Das ist direkt vor unserem Festivalgelände. Ja. Dort arbeiten wir mit der Surfschule Westwind aus Falkenstein zusammen. Mhm. Der Volker, der wird dort quasi alle Leute, die Lust auf Suppen haben, in Empfang nehmen. Aha. Was erwartet ihr für Altersgruppen? Also von bis. Also aus dem letzten Jahr wissen wir, dass da wirklich Jugendliche, aber auch ältere Leute da waren, die alle mal Lust hatten, aufs Wasser zu gehen und das mal auszuprobieren. Weil das ja doch irgendwie auch mal eine entspannte und nette Atmosphäre ist, so direkt an der Kiellinie bei dem ganzen bunten Treiben, sich das mal von der anderen Seite aus anzuschauen. Ihr seid täglich da, aber immer mit anderen Veranstaltungsarten. Korrekt, richtig. Also die letzten Tage haben wir jetzt natürlich schon hinter uns. Das ist ja jetzt der vorletzte Tag. Und da werden wir jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Also wir haben eine große Bühne, wo auch Bands spielen, also heute Abend unter anderem die Band Otto Schall, so eine Surf-Indie-Band, die um 19.30 Uhr spielen wird und ab 21 Uhr dann DJ-Programm mit einem unserer Haus-DJs, die quasi im Die Villa Club oben in der Leginstraße regelmäßig spielen und da wird es von bis, also bunte Mischung an Musik geben für alle Leute, die Lust haben zu tanzen. Ja, toll. Johann, mal eine andere Frage. Ich kann mir so vorstellen, wenn jemand noch nie auf so einem Ding gestanden hat, ist es gefährlich? Kann da auch was passieren? Also gefährlich ist, also jeder macht es natürlich auf eigene Gefahr, muss man dazu sagen. Ja. Also sie müssen natürlich unterschreiben, dass sie es auf eigene Gefahr machen. Aber wir haben natürlich Leute vor Ort, die auch eine richtige Einweisung geben. Also der Volker von Westwind, der ist wirklich da, der zeigt einem alles und somit sollte da eigentlich gar nichts passieren. Okay, und ihr habt auch ausreichend Personal, wenn was passiert, absolut, dass mal einer ins Wasser springt und oder wie auch immer und Hilfe leistet. Definitiv. Ja. Okay, alles klar, prima. Die Angebote, die ihr macht, sind die alle im Wasser oder sind die auch teilweise an Land? Nee, teilweise auch an Land. Also das Wasserangebot, was wir haben, ist tatsächlich nur das Suppen. Und alle anderen Angebote finden an Land auf unserem Festivalgelände statt. Dort haben wir auch so Workshop-Themen, wo Mädels sich Blumenkränze flechten können, wo Kinder sich schminken lassen können. Und wir haben natürlich auch viele Kieler Gastronomen in unserem Kiel-Village, wo alle natürlich gerne herzlich eingeladen sind, um dort auch mal irgendwie die Kieler Gastronomie auf der Kieler Woche zu unterstützen. Aha. So, da sind unter anderem John's Burger und Lille Bier und Czernys Küstenbrauerei, die sind alle irgendwie bei uns mit auf der Fläche und dementsprechend gibt es ganz viel buntes Programm drumherum und nicht nur Wassersport. Das ist ja toll. Ja. Ja, gut. Und wenn die sich, das sind auch Jungunternehmer dabei und Lillebräu zum Beispiel, die haben einen riesen Erfolg. Absolut, genau. Ja, der Max war auch schon bei mir und das ist ein ganz toller Typ. Nein? Ganz toll, auf jeden Fall. Und die haben natürlich auch viel investiert, einmal in Kraft und auch in Geld und sind erfolgreich und das wünsche ich jedem, der so ein Projekt anfasst. Definitiv. Das ist ja heutzutage gerade Gastronomie nicht ganz so einfach. Das ist korrekt. Deswegen ist Lille auch unser Hauptbierpartner auf dem Vorderkant-Festival. Ja, gut. Ist auch lecker.
So ja, sieht's wir haben es ja auch probiert. Ja, das Kieler Woche-Bier, ja. Was Sie jetzt ja abgefüllt haben, ist ja auch im schönen Kieler Woche-Design. Also ja, wunderbar. Ja. Johann, wie viele Leute seid ihr in eurem Unternehmen? Also ich bin tatsächlich alleiniger Geschäftsführer und habe noch eine Azubine. Ja. Und mache aber noch viel mit Freelancern, die uns natürlich irgendwie zuarbeiten. So bauen wir halt quasi das Festival auf. Aha. Ja. Außer Kieler Woche gibt es noch andere Veranstaltungen, wo ihr auch teilnehmt? Also jetzt in diesem Großveranstaltungsbereich nicht. Also da haben wir jetzt letztes Jahr mit dem Vodacan Festival gestartet auf der Kieler Woche. Ja. Dieses Jahr halt das zweite Jahr jetzt im Gange. Und nächstes Jahr haben wir noch das dritte. Und dann müssen wir natürlich schauen, ob wir wieder den Zuschlag bekommen. Aber ansonsten außerhalb der Kieler Woche sind wir jetzt nicht in diesem Veranstaltungs- oder in diesem Großveranstaltungs-Eventbereich tätig. Also das ist das eine. Was machst du sonst denn? Sonst mache ich in der Leginstraße 40 die Villa Club. Also das ist quasi eine Diskothek. Ehemaliges Tam & Tee ist für einige Leute vielleicht ja, noch ein Begriff. Ja, ja, so. Ja, ja. Die Räumlichkeiten haben wir vor 5 Jahren übernommen. Ach so. Und da haben wir halt regelmäßigen Diskotheken und Clubbetrieb drin. Das ist dieses flache Gebäude, wo es aber dann nach oben geht, ne? Ja, das ist so eine alte Stadtvilla, ist das. Ja, 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 genau, richtig. Ja. Ja, ja. Aber unten ist die Gastronomie. Ganz unten ist die Schaubude drin. Dann im ersten Stock ist das Bergmanns drin. Das ist ein Restaurant und eine Cocktailbar. Und im zweiten Stock ist dann die Villa Club. Ach, im zweiten? Also dann weiß ich schon, welches Haus das ist. Das ist an der Ecke da. Genau, ne? Richtig. Ja, gut, okay. Meinst du, dass ihr im nächsten Jahr wieder dabei sein könnt? Wonach richtet sich das denn? Ihr müsst euch bewerben. Ne? Korrekt. Wie wird das entschieden jetzt von den Dornbergern? Könnt ihr mir vorstellen, Attraktivität oder wonach geht's? Also wir haben uns natürlich mit dem Konzept beworben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich Kiel zurück auf die Kiellinie bringen. Also das ist sozusagen so ein bisschen unser Leitfaden, weil wir gesagt haben, also ich selber betreibe seit über 10 Jahren einen Cocktailstand auf der Kiellinie und ich muss sagen, dass ich es immer sehr schade fand, dass wenig Kieler Gastronomie dort vor Ort war und habe mich immer gefragt, warum das so ist und habe mich... Oder habe es mir dann im Prinzip so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, bei diesem Konzept eigentlich zu sagen, lass uns eigentlich die Kieler Gastronomie bündeln und die mal auf eine Fläche auf die Kieler Woche zu bringen. Aha. Und das natürlich dann irgendwie mit sämtlichen weiteren Inhalten, wie einer größeren Bühne, wie Workshop-Thematiken, wo alle Leute irgendwie dran teilnehmen können. Alles kostenlos, damit wieder so ein bisschen dieser alte Kieler Woche-Charakter aufkommt. Also nicht, dass man irgendwie für Konzerte Geld bezahlt oder für irgendwelche Workshops irgendwie Geld bezahlt, sondern es soll wirklich ein umsonst und draußen Festival sein für Kieler, aber natürlich auch für alle anderen, die Lust haben, uns zu besuchen. Na, das ist eine tolle Sache, denke ich mal. Wir gucken auch mal vorbei. Seit wann bist du selbstständig? Ich meine, in der heutigen Zeit sich selbstständig zu machen und gerade in so einem Gewerbe, wie du das jetzt gerade erklärst, ist ja auch Gastronomie dabei. Sprachen wir ja gerade schon mit Lille Boy. Und ist vielleicht nicht so ganz so einfach. Warst du ein Sprung ins kalte Wasser oder war das gut vorbereitet? Also da mein Bruder schon länger Unternehmer ist mit der Bekleidungsmarke Shisha Clothing, ist eine Kieler Bekleidungsmarke, habe ich das natürlich alles immer so ein bisschen von der Pike auf irgendwie mitbekommen, wie es ist, selbstständig zu sein. Und bin tatsächlich selber seit 2008 selbstständig. Habe zwischendurch nochmal einen kleinen Ausflug gemacht in einen Konzern, wo ich nochmal 2 Jahre gearbeitet habe. Habe mich dann aber doch wieder für die Selbstständigkeit entschieden und bin dann seitdem quasi seit 2013 nochmal selbstständig. Und glücklich und zufrieden? Absolut. Ja, so siehst du auch aus. Ja, vielen Dank. Johann, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ja, sehr gerne. Ich wünsche schönes Wetter heute, gutes Gelingen und dass er so attraktiv ist, dass ihr nächstes Jahr den Zuschlag wieder kriegt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall. Vor allem bleibt gesund. Ja, ebenso. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Mach's gut. Ne? Danke. Gerne. So, meine Damen und Herren, morgen bin ich wieder da um 8:45 für Sie. Und das war ein interessantes Gespräch. Morgen habe ich wieder jemand anders. Und da könnte ich schon darauf verlassen und auch darauf freuen. Und ich sage Tschüss für den heutigen Abend und sage Danke.